Da freut mich die Liebe sehr. Finsterwald. Ich hatte Finsterwald zum ersten Mal auf dem Tisch und war erstmal begeistert von der Sprache, von der Art und Weise, wie die Szenen geschrieben sind. Ich habe es gelesen. Ich habe sofort zum Hörer gegriffen und habe gesagt, unbedingt spielen. Wahnsinnig unterhaltsam, sehr klug, auf eine ungewöhnliche Art witzig. Also das hat man wirklich so noch nie gezeigt und also es ist genau, wie ich dir versprochen habe. Ja. Naja, also so richtig große Gefühle zeigt er jetzt noch nicht, aber ich meine, das kriege ich erzählt, kennst du mich auch. Großartig, ganz toll. Ist unglaublich witzig und hat einen Drive und es interessiert sich in der Lakonie und nicht in der Psychologie für eine deutsche Gesellschaft oder für eine Gesellschaft, zumindest die jetzt hier in Deutschland angesiedelt ist. Ja, und dann gibt es noch ein Problem, das ist die deutsche Fahne. Oh Gott, na, die ist doch sowas von hässlich. Die ist doch sowas von hässlich. Ist doch grauenvoll, das ist eine ästhetische Katastrophe. Ich meine, schwarz und rot, das passt ja noch zusammen, aber das Gelb... Ja, eben, und ich glaube, dass es Absicht ist. Ach. Wenn man so sagt, eine tragisch-komische Komödie, aber es so viele Ebenen hat und ich glaube auch Möglichkeiten, das zu interpretieren, diese Episode, diese Verschränkung. Ob wir uns in so einer ganz realistischen Welt finden oder befinden oder ob das so wie im Arbeitstitel Finster World und durch diesen Anfang mit dem Wald und dem Ende mit dem Wald und so, ob wir uns in so einer Art deutschen Märchen befinden. Neulich hat jemand gesagt, es wäre so interessant, weil dieser Film wäre von der Bildsprache her so wahnsinnig clean und elegant, aber dass das da drin passiert, wäre unfassbar dreckig. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil das eigentlich auch die Idee sozusagen war, dass man nicht sagt, man macht jetzt einen dreckigen Film mit ganz schrecklichen Dingen, die passieren, sondern dass man sich eben mit so einer liebevollen Art dem Ganzen nähert.